Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ja, unser Big M hat das Luzernefeld noch geerntet. Das ist super. Dann können wir dir nämlich gleich einfach mal sagen, er soll zu Feld 14 fahren. Oder whatever. So, wir fahren jetzt auf Feld 13. Wird blockiert. Tiger 6XL. Okay, der wird da hinten blockiert. Machen wir als erstes Uiuiui, also es ist ganz schön laggy jetzt gerade. Ich weiß nicht warum. Ist wahrscheinlich gerade zu viel unterwegs. Oder keine Ahnung was. Aber wahrscheinlich durch die Paletten. Ja, der kaum ist der angekommen, hört es relativ wieder auf. So, Kurs. Nein. Drei Vorgewände, ja, drei Vorgewände bräuchte man schon für Feld 13. Alles klar. Da wir den Kurs wahrscheinlich häufiger brauchen werden, tun wir den einfach jetzt hier rein. Oh, den haben wir sogar. Den haben wir sogar. Moment. Den Kurs haben wir sogar. Ja, gut. Dann soll er am ersten Wegpunkt starten. Der wird hier blockiert. Warum? Keine Ahnung. So, erstmal hier reinfahren. Passt. Den Kurs löschen und dann laden wir, ja, Feld 14, denke ich. Feld 14 wäre ein guter Beginn. Erster Wegpunkt zu Feld 14. Curseplay danach aktivieren. Auf Wiedersehen. So, dann stellen wir natürlich unsere Ballen weg. Ballen weg. Paletten. Mann. So. Dann haben wir den hier. Der darf in die Werkstatt, weil den brauchen wir dann eh gleich auf Feld 12 wieder. Das müsste wieder zum LKW kommen. Jawohl. Passt. Moment, fahren wir den ein bisschen zurück. Der Palettenanhänger, der geht jetzt auf die Reise. Den werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Oh, das ist der Big M. Na, den verkaufen wir jetzt, weil den brauchen wir nicht mehr. Den hier, den möchte ich gerne verkaufen. Ja, 17.000 haben wir jetzt nochmal bekommen dafür. Ist okay. Zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ist okay. Ja, ist gerade alles ein bisschen unstrukturiert von mir. Ja, es kommt auch gerade vieles auf einen Schlag.
Wir haben schon den Kurs Gülle. Ne, haben wir noch nicht. Aber ist egal. Lassen wir den jetzt erstmal hier stehen. Der fährt hier gemütlich seine Runden. So, und dann bringen wir das jetzt in die BGA. Mal nämlich. Mist braucht man in der Düngefabrik am wenigsten. Also zwischen BGA und hier, sagt's mir. Zwischen BGA und Düngeherstellung brauchen wir den Mist am wenigsten in der Düngeherstellung. Obwohl, nee, das dürfte sich eigentlich jetzt nicht viel geben. Bei beiden um die 4000 Liter. Stimmt, weil Dünger haben wir ja zwei Stufen. Ob sich das dann ausgeht, was ich jetzt mache, weiß ich nicht. Aber BGA, da bekommen wir eben noch die Gärreste, deswegen möchte ich die mit Prio 1 haben. Oder laufen lassen mit Prio 1, besser gesagt. So, das heißt, der Mist geht jetzt schon mal nach hinten. Sogar über einen Tag, über 2 Tage. Nice. Ja, haben wir es ja schon mal ordentlich geschafft. Ja, der ist angekommen, der Big M beim Abfahrer 14. Ja, da kann er gleich loslegen. Und wir können ja dann direkt starten mit den Ballen pressen. Luzerne-Ballen. Und dann im Feld 13 noch überprüfen nach. Na, sagt's mir. Nach Kalk, Kalkbedarf. So, ganz schnell hier zum LKW. Also ich glaube, die Gülle wird als erstes übersteigen, beziehungsweise wenn wir das Klärwerk versorgen können, ja, ich denke, da werden schon noch ein paar Liter übrig bleiben. So, jetzt gibt es erstmal wieder genug Gülle für die Produktion. Zack, ist sie weg. Das heißt jetzt auch zum Klärwerk. Wenn wir das Klärwerk gut versorgen können und die Düngeproduktion. Ja, dann werden wir langsam die BGA füllen. Und wenn wir die BGA betreiben können mit der Gülle, das Klärwerk und also alle drei Sachen, dann geht der Rest in den Separator. Wir können jetzt nochmal 80.000 Liter Mist in die Düngeherstellung bringen. Das ist natürlich auch gut. Und dann haben wir das auch schon mal weg von der Agenda. Oder zumindest mal ein Stück weit weggeschoben von der Agenda. Ein Tag, 9 Stunden. So, hier Mineraldünger rausholen. Und dann passt das. Wollen wir jetzt den New Holland Traktor, weil den haben wir hier. Den schicken wir dann mit der Ballenpresse los.
Also fahre ich da nicht so eng rum. Ich weiß es nicht. So. Ja, das darf er öfters machen, Ballenpressen. Der New Holland. So, Kurs laden, Man Big M. Wo haben wir jetzt da nochmal den Startpunkt? Gerade erst kreiert und schon muss ich nach dem Startpunkt gucken. Dann haben wir da schön den Startpunkt, das passt. So. So, und jetzt gibt es hier schöne Luzerneballen. Tipptopp. Der mäht jetzt hier 123.000 Liter Gülle. Ja, die bringen wir dann gerade noch in die ins Klärwerk. Und beim Klärwerk holen wir Wasser. Und dann schauen wir einfach mal, ob der Kurs passt. Machen wir einfach. Ja, Düngeherstellung, Mineraldünger. Ja, aber der füllt sich ja wieder auf. Da brauchen wir ja gar keinen Stress machen. Einfach nur, dass eben das Klärwerk läuft mit der Gülle. Das ist so für mich das Wichtigste. Weil da kriegen wir ja unseren Kompost noch her, etc. Hunderttausend Liter Wasser. Moment, durch das ist, muss ich jetzt so aktivieren. Das Kalkwerk ist ja am Hof. Upsala. Kalkwerk flüssig abladen. Eigentlich könnte ich das ja dann verschieben in unseren Ordner Wasser. Beziehungsweise, ja, da muss ich dann noch mehr verschieben wie nur das Kalkwerk. Aber das kommt nochmal Stück für Stück. Genau, der soll jetzt einfach mal dahin fahren, dann weiß ich nämlich, ob das passt oder nicht. So, den Dünger können wir fahren. Das machen wir natürlich. So. Passt das dann perfekt? Beziehungsweise wie viel Dünger haben wir eigentlich vorrätig? Wenn das jetzt wieder zu viel wird. Ja, über 300.000 haben wir es dann. Haben wir hier schon was drin? Ja. Können wir mal gucken, Dünger, was der aktuell wert ist. Am Depot 2479. Würde ich sagen, verkaufen wir mal die Ladung Mineraldünger. Fährt die Ballenpresse wunderschön. Muscheln können wir noch abholen und ganz wichtig dann aus der Produktion. Sägewerk. Hackschnitzel. Zellstoff.
Hackschnitzel abladen. Dann können wir nämlich noch schauen, wie viel das sind. So, genau, können wir hier hinfahren. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jawohl. Okay, der ist angekommen. Das ist natürlich gut. Wie viel fehlt dann hier oben? Okay, da können wir vier Fuhren machen. Vier Fuhren, Hackschnitzel. Jetzt ist sie nämlich gerade voll geworden. Moment, wo haben wir sie? Hackschnitzel. So, let's go. Das passt super. Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.